Ja, herzlich willkommen zu GWS TV. Mein Name ist Mike Niggemann. Ich bin im Hause der GWS verantwortlich für den Bestandskundenvertrieb. Und wir führen heute ein Interview mit der GfK in Nürnberg, der Gesellschaft für Konsumgüterforschung, Herrn Thilo Lohmüller. Herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind nach Münster, Herr Lohmüller. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz persönlich vor mit Ihrem Aufgabenbereich innerhalb der GfK. Ja, guten Tag, mein Name ist Thilo Lohmüller. Ich bin verantwortlich innerhalb der GfK für New Business, für den Aufbau neuer Bereiche und jetzt ganz konkret für ein Handelspanel im Bereich des Baustofffachhandels. Was ist die Idee des GfK-Handelspanels für den Baustofffachhandel? Ja, die Idee eines Handelspanels ist es, die Effizienz bei einem Händler zu steigern und damit letztendlich auch den Gewinn. Das soll dadurch gelingen, dass wir die Marktentwicklung ihm aufzeigen und er somit in dem Vergleich mit seinen eigenen Zahlen schon sieht, gibt es Handlungsbedarf, weil sich der Markt besser entwickelt als ich selber oder bin ich ganz gut und mache viele Dinge richtig. Dann gehen wir einen Schritt tiefer und gucken uns einzelne Sortimentsbereiche an. Das hilft dem Händler, dass er eben nicht Kapital bindet in Lagerbestände, die sich schlecht verkaufen, sondern auf der anderen Seite vorbereitet ist mit Wissen, Informationen und eventuell eben auch Beständen von Sortimentsbereichen, die sich sehr gut entwickeln. Ja, es hört sich ja interessant an, Herr Lohmüller. Wie funktioniert so ein Panel genau? Ja, in den Märkten, wo es solche repräsentativen Gesamtmarktdaten nicht gibt, orientieren sich Händler typischerweise an einer Fortschreibung der einzelnen eigenen Marktentwicklung des Vorjahres, an Zahlen von Verbänden oder an dem, was sie von Lieferanten hören. Oft liegt aber das Potenzial im Markt und zur Weiterentwicklung gerade außerhalb des bekannten und vertrauten Kreises. Und deswegen sind eben repräsentative Marktzahlen hilfreich, die eben über Verbände, über Kooperationen hinaus auch unabhängige Händler und eben den Gesamtmarkt berichten. Ja, Ihre Berichte, die Sie entsprechend in dem Kontext dem Fachhandel zur Verfügung stellen, was kosten die denn dem Handel letztendlich und wie sieht so ein Bericht letztendlich aus? Ja, für den Händler sind die Berichte kostenlos im Austausch gegen seine eigenen Daten. Das Ganze, die Kosten tragen letztendlich Hersteller, indem sie, wenn sie den Bericht auch haben möchten, einen gewissen Obolus dafür entrichten. Die Berichte unterteilen wir in typischerweise drei Analysen. Das ist einmal eine Entwicklung des Marktes über die Monate hinweg. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht. Da sehen wir die einzelnen Monate abgetragen für die Bau- und Heimwerkermärkte. Für den Baustofffachhandel bauen wir das, wie gesagt, gerade auf. Und sehen hier die Entwicklung ab Januar 2012 jedes Monat bis zum Juni 2013. Wie vielleicht erwartet, ist hier im Januar und Februar der Umsatz geringer. Im März 2012 sehen wir dann schon ein deutliches Ansteigen. Und von März, April, Mai, den stärksten Monaten, graduelles Absinken hin bis zum Dezember und Januar wieder. Vergleichen wir jetzt mal den März 2013 mit dem März 2012, fällt auf, dass der März 2030 deutlich niedriger ist. Wir erinnern uns, 2013 hatten wir einen relativ langen Winter. So sind die Daten nachvollziehbar. Wenn man unten hier die Veränderungsrate betrachtet, sieht man, dass der Markt im März 2013 um 23%, also fast ein Viertel, unter dem Markt 2012 gelegen ist. Diese Zahlen haben einzelne Händler sicherlich bei sich auch beobachtet. Und da ist es jetzt schon interessant zu sehen, war ich stärker oder weniger gut? Muss ich vielleicht im nächsten Jahr meine Werbemittel überdenken und eher zu einem früheren Zeitpunkt oder einem anderen Zeitpunkt entsprechend laut rausgehen? Ja, prima. Das war, ich sag mal, der erste Jahresvergleich letztendlich als Bericht. Sie sprachen von drei Berichten letztendlich, die Sie heute mal kurz vorstellen möchten. Vielleicht einfach mit dem zweiten folgend. Ja, im zweiten Bericht gehen wir eben einen Schritt tiefer und gucken uns die einzelnen Sortimentsbereiche an. Welcher Sortimentsbereich hat sich wie gut entwickelt? Und wenn wir das hier uns angucken, wieder für den Bereich der Bau- und Heimwerkermärkte, dann sehen wir eben hier, von den großen Bereichen, die oben abgetragen sind, haben sich insbesondere der Bereich Sanitär und der Bereich Elektro mit jeweils einem Plus von 3,2% sehr positiv entwickelt.
Auf der anderen Seite ist der Bereich Holz mit minus 7,6% deutlich unterdurchschnittlich. Und hier sicherlich ein Sortiment, wo man mal reingucken muss, was steckt dahinter und eventuell sich mit Investitionen zurückhalten sollte. Die dritte Analyse legt jetzt diese Sortimentsentwicklung auf die einzelnen Monate um. Wenn wir uns das angucken, haben wir hier von oben nach unten die einzelnen Sortimentsbereiche auch mit ihrer Größe einmal dargestellt, wie hoch ist die Umsatzbedeutung und dann über die Monate hinweg die Entwicklung. Wenn wir hier auf den unteren gelben Bereich mal blicken, dann sehen wir, sicherlich nicht verwunderlich, dass der Bereich Garten von Januar, Februar auf März, April, Mai deutlich ansteigt. Hier denke ich eine erwartete Entwicklung. Vergleicht man aber die Zahl im Oktober mit 14,2% gegenüber dem Januar mit 7,1% Anteil am Gesamtumsatz, hätte vielleicht nicht jeder gedacht, dass im Oktober dieser Umsatzanteil immer noch doppelt so stark ist als im Januar. Wenn wir jetzt einmal das Segment drüber uns angucken, dieses leicht fahlrosane, dann ist es der Bereich Sanitär, wo wir gerade gesehen haben, dass der stark wächst. Und das verhält sich genau andersrum als der Garten. Wir sehen also hier gerade im Januar, Februar und dann hinten auch ab September, Oktober sehr starke Umsatzmonate. Also Sanitär ist ein ausgeprägtes Wintersortiment in den Bau- und Heimwerkermärkten. Das hat vielleicht nicht jeder so in der Planung und kann entsprechend hier sich überprüfen und optimieren fürs kommende Jahr. Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Vielleicht nochmal zurück zum Thema der Kosten in Verbund mit der Datenlieferung letztendlich. Sie sagten, jeder Fachhändler, der entsprechend Daten liefert, bekommt auch entsprechend Daten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie läuft das mit der Datenlieferung und welche Kosten entstehen da letztendlich dem Händler für diese Datenlieferung, Bereitstellung einer Schnittstelle etc.? Ja, also wenn ein Händler interessiert ist, an dem Panel teilzumachen, dann reicht eine kurze E-Mail oder ein Anruf bei uns in der GfK. Wir schicken dem Händler dann einen sogenannten Merkmalsbogen zu, wo er statistisch anhand unserer Definitionen eingruppiert wird, damit die Hochrechnung alles seine Richtigkeit hat und es korrekt ist. Und wir schicken eine kurze Datenschutzerklärung zu, die beiden Seiten einfach garantiert, dass die Daten entsprechend den Gesetzen und streng vertraulich behandelt werden. Wenn da die Unterschrift da ist, dann wird als nächstes eine Schnittstelle eingerichtet durchs Warenwirtschaftssystem von der Firma GWS, durch die eine Berichtslieferung an uns effizient erfolgen kann. Das sind also dann an jedem Monatsanfang circa 5 Minuten, um den Bericht zu erstellen und per E-Mail an uns zu schicken. Wir anonymisieren diese Daten, rechnen die dann hoch auf den Gesamtmarkt und schicken Ende des Monats dem Händler einen Bericht zurück. Und wie gesagt, das ist kostenlos. Auch die Kosten für die Einrichtung der Schnittstelle trägt die GfK. Wo liegt entsprechend die Besonderheit in dem Datenaufbau der GfK im Verhältnis zu anderen Marktbegleitern? Letztendlich gibt es ja von Verbänden oder auch anderen Gruppierungen auch Markteinschätzungen und entsprechende Daten, die bereitgestellt werden. Wo liegen da die Besonderheiten aus Ihrer Sicht? Die GfK verwendet viel Aufwand und Zeit darauf, sowohl die Sortimentsbereiche, die einzelnen Produkte ganz klar zu definieren und auch den Vertriebskanal eindeutig zu definieren, sodass man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Das ist das eine. Gleichzeitig, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ist das GfK-Panel eben repräsentativ für den Gesamtmarkt. Es ist auch objektiv, es ist nicht durch irgendwelche Interessen geprägt. Und schließlich handelt es sich um reale Abverkaufsdaten direkt aus dem Warenwirtschaftssystem und eben nicht um irgendwelche Zahlen aus der Erinnerung oder der Einschätzung, die jemand abgibt. Ich denke, damit ist es schon eine besonders zuverlässige Grundlage, die man ja gerne haben möchte, wenn man seine Strategie darauf basiert. Ja, herzlichen Dank, Herr Lohmüller, für die Erläuterung des GfK-Handelspanels, was für den Baustofffachhandel geplant ist. Liebe Kunden, wenn Interesse besteht, wenden Sie sich gerne direkt an Herrn Lohmüller, an die GfK oder auch an uns. Wir geben den Kontakt dann entsprechend weiter, sodass dem Aufbau des Handelspanels nichts im Wege steht. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Niggemann. Dankeschön.